Auf diesem Moment haben die 144 Leute von vielen Leuten aus Lützeburg sowie bei 90 Journalisten aus der ganzen Welt während Stunden gewartet. Um kurz vier und eng Uhr haben der Prinz Felix und die frisch gebackene Prinzessin Claire Basilika zu Saint-Maximin als bestürte Koppel verlost. Und sich endlich den Kuss gehen, den sie für ihr wollt gesehen. An einem typisch provenzalischen Dekor aus Zitronenbeem und Lavendelstreis und einem strahlend blauen Himmel sind die 370 geladenen Gäste meist bei der Basilika angekommen. Wie Tradition nicht will, der Prinz Felix am Arm von seiner Mom, der Großherzogin Maria Theresa und Braut an Begleitung von ihrem Pop, dem Hartmut Lademacher. Der Grand du Cori, seinerseits, also an der Seite von Gabriele Lademacher, der Mom von der Braut, ukom. Mit dabei waren natürlich auch dem Prinz Felix seine Geschwister, den Ehefrau-Herzog Guillaume mit der Prinzessin Stephanie, der Prinz Louis mit der Prinzessin Tessie, der Prinz Sebastian und Prinzessin Alexandra, der ihrerseits Mom Felix Lademacher, Bruder von der Braut, ukom aus. Mit dabei waren natürlich auch Tata und Monie von Prinz Felix, der Herzogin Marie Astrid von Österreich, Mom Erzherzog Christian, Prinzessin Margareta von Liechtenstein mit Prinz Nicolas, der Prinz Jean von Lützeburg mit der Comtesse Diane de Nassau und der Prinz Guillaume mit der Prinzessin Sibylla. Als Lansche war er innen an der Provence noch gut vertreten. Überall hat er Fandeln und Rode Leve gesehen. Viele von ihnen waren an der Gegend an der Vakanz und die Gelegenheit genutzt, für einen kleinen Ausflug auf Saint-Maximin zu machen. Aber nicht nur bei ihnen, sondern auch bei den Saint-Maximinois waren die Reaktionen begeistert. Was hat die Koppel dafür einen anderen Gebirge gemacht? Ein ganz guten Eindruck, ein wunderschöne Braut, ein wunderschöner Prinz Felix. Wir waren ganz stolz, dass wir so eine Koppel zu Lützeburg haben. Und wir wünschen ihnen, dass sie glücklich gehen und viel Kammer kriegen. Uns lieb, ganz so schön, flott. Super schöne Rackhardin. Also wirklich ein ganz, ganz schönes Köppelchen. C'était fabuleux. Merveilleux, en plus un temps magnifique. En début de semaine, on avait eu peur parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de rafales de vent. Mais là, c'est parfait. Elle est très belle, le marié est très beau, c'est magnifique. Souriant, super. Moi, j'attends la robe de mariée, comme toutes les petites filles. C'est ganz live, war. Sie bei Astor blieben sie gewinkt, ganz live. C'est impressionnant. Et puis, c'est pas habituel de voir un mariage à Saint-Maximin de cette ampleur-là. Donc, c'était agréable à voir et les toilettes étaient magnifiques et ça nous a émus. Ganz sympathisch, ein bisschen eine Relax-Hochzeit, gebe ich so ein. Kein Stress, wie Thailand und Frankreich eben das.